Bevor das Video losgeht, wollte ich nur einen kleinen Hinweis hinzufügen. Die erste Hälfte des Videos dürfte mittlerweile 1,5 Jahre alt sein. Das wurde noch in der alten Wohnung aufgenommen. Wir sind ja jetzt mittlerweile nochmal umgezogen. Und ein paar von den Sachen sind ja definitiv nicht mehr aktuell. Aber ich wollte das jetzt auch nicht großartig verändern und schneiden. Die Inhalte an sich passen noch völlig überein, nur die Zeitspanne nicht. Also mit dem Ostern und so weiter, das wurde dann doch nichts. Aber schaut das Video und ihr wisst, was ich meine. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu diesem Vergleichsvideo, werde ich das wahrscheinlich nennen. Und zwar hatte ich mir überlegt, wie ja schon erwähnt, die 4 Kids at 27 war es, glaube ich. Ich verlinke es auf jeden Fall in der Beschreibung. Hat ja die Größen von verschiedenen Diamond Paintings verglichen. Und ich habe mir mal vorgenommen, wie man vielleicht erkennt, das ist ein gesticktes Bild, habe mir vorgenommen, das mit einem Diamond Painting zu vergleichen und einem Malen nach Zahlen. Wie man sieht, das Sticken ist fertig, Bild kommt gleich, das Diamond Painting ist fertig. Und in diesem Video werde ich das Malen nach Zahlen fertigstellen, als Zeitraffer, um sie hinterher miteinander zu vergleichen. Natürlich werde ich, hat das einen speziellen Grund, warum ich dieses Bild ausgesucht habe, weil ich hätte das ja mit vielen Bildern machen können. Viele gibt es ja als ja, Diamond Painting, gibt es als Malen nach Zahlen und so weiter und so fort. Ich habe auch noch, bin auch noch am Überlegen, ob ich mir vielleicht versuche, das Diamond Painting noch in eckigen Steinchen zu organisieren. Aber ich denke mal, das werde ich lassen. Aber wenn ich es zufällig sehe, dann werde ich es wahrscheinlich kaufen. und zwar Geschichte zu diesem Bild. Dieses Bild ist, jetzt muss ich überlegen, ist so alt, wie ich dieses Hobby mache, auf gut Deutsch gesagt. Das ist das erste Bild, was ich gemacht habe bei Diamond Painting. Und zwar, nur zum Ausprobieren, eine kleine Größe. Dieses hier. Dieses Pärchen unter dem Baum, also Pärchen unterm Baum mit Sonne und Nacht, also Tag und Nacht. Ich fand das Bild damals sehr schön, als ich das gesehen habe. Vor allen Dingen, das war die Zeit, wo mein Schatzi und ich gerade zusammengezogen sind. Und das ist vielleicht auch ein bisschen was Symbolisches, weil ich bin eine Morgeneule oder ein Tagfalter. Oder er sagt immer gerne ein Lerche zu mir. Was ich aber keine Ahnung habe, ob das jetzt gut ist oder nicht. Ja, und er ist halt eine Eule. Also wirklich Tag und Nacht. Ja, deswegen war das Bild für mich halt, als wir gerade zusammengezogen sind, sehr symbolisch und hält auch eine schöne Anfängergröße, sage ich mal. Das ist ein 20, nee, 30 mal 40 Bild. Ein bisschen kleiner, weil der ganze Rahmen ist 30. Also würde ich sagen, sind vielleicht 25 mal 35 oder so. Ja, und das war wirklich der Grund, wie ich zu diesem Hobby gekommen bin. Also, dass ich es wirklich jetzt weiterhin mache. Ich war, wie gesagt, im Umzugsstress. Wir haben seine Wohnung fertig gemacht, meine Wohnung fertig gemacht. Dann haben wir noch diese Wohnung hier renovieren müssen. Die Stube war wirklich monatelang Baustelle, weil der Boden abgeschliffen werden musste, weil die Vormieter Stockflecken reingebracht haben in ein Parkett. Echtholz. 40 Jahre alt. Und da hat die Vermietung gesagt, naja, die Mieter selber sind nämlich rausgeflogen, die Vormieter. Und dann hat der Vermieter gesagt, er möchte gerne den Boden bearbeiten. Dann haben wir gesagt, das ist kein Problem, wenn für euch okay ist, dass wir schon einziehen. Uns stört das nicht. Naja, vielleicht finde ich auch noch die Videos. Da kann man sich das mal vorher, hinterher angucken, das Parkett abgeschliffen und dann geölt.
Egal. Auf jeden Fall brauchte ich irgendwas zur Beschäftigung, zur Entspannung. Weil gerade in diesem Monat, also diesen Dezember, wir sind im 1. Dezember, hätten wir einen Schlüssel kriegen sollen. Gekriegt haben wir ihn dann aber am 9. Dezember. Und mein Vertrag endete am 31. Dezember, genauso wie der Vertrag von meinem Schatzi. Also wir mussten raus aus unseren Wohnungen. Natürlich, Familie hat gesagt, Klamotten und so weiter könnt ihr bei uns unterstellen. Meine Eltern haben ein Gästezimmer, hätten wir drin schlafen können. Ja, aber ja, und es war halt so eine stressige Zeit, weil wir auch keine Leute hatten. Ich bin den Monat wirklich vom 1. bis zum 31. Dezember bin ich jeden Tag arbeiten gewesen, wirklich jeden Tag, also von Montag bis Sonntags. Außer einen Tag, wo ich frei hatte und erst und zweiter Weihnachtstag, da war zu. Also einen Tag, wo ich frei hatte und dafür nächsten Tag eine Doppelschicht, also von morgens um 5 bis abends um 19 Uhr. Also ich brauchte einfach irgendwas, um den Kopf frei zu kriegen. Kein Umzugsstress, kein Renovieren, nichts. Und meine Schwester, meine nächst ältere Schwester, die hatte das halt auch schon mal gemacht. Allerdings halt auch im Dezember. Allerdings einen Coca-Cola-Truck mit Weihnachtsmann und ich glaube Weihnachtsbäumen und so weiter. Also war ein schönes Bild. Aber es waren nur die Umrisse. Also hier war so der Zug. Der Zug selber war gepainted und der Weihnachtsmann war gepainted. Alles andere war gedruckt. Und sie hat mich das dann auch mal ausprobieren lassen. Habe ich dann so, ne, ein paar Steinchen gesetzt. Ich so, ja, prinzipiell gefällt mir, aber mir gefällt das nicht, dass da zwischen, also da nicht überall Steine sind. So. Also hat ich gesagt, ist nicht meins. Ich wusste aber in dem Moment noch nicht, dass es auch komplett gecoverte Bilder gibt. Bin dann arbeiten gegangen und eine andere Kollegin, die das Hobby auch macht, ich weiß nicht, wie wir aufs Thema wieder gekommen sind, aber ich habe dann nur so, naja, meine Schwester macht das ja auch, weil die kennt meine Schwester auch. Und ich so, naja, die macht das ja auch, aber ist nicht meins. Nee, ah, es gibt doch so tolle Bilder, sagt sie. Ich so, nee, mir gefällt das nicht, dass da außen so trocken ist quasi und dann hast du nur diese Stellen, wo es klebt. Ist nicht meins. Dann meinte sie so, naja, es gibt aber auch Vollbilder. Ich so, wie? Naja, es gibt auch Bilder, da ist die ganze komplette Fläche voller Kleber und musst du Steine draufsetzen. Ach so, dachte ich mir. Bin dann nach Feierabend oder in der Pause vielleicht sogar schon, bin ich auf Amazon gegangen und habe dieses Bild gekauft für damals 4 € und ich glaube 90 Cent, 99 Cent, keine Ahnung. Ich dachte mir, naja gut, 5 € einfach mal, um es auszuprobieren, ist nicht schlimm. Ja, und so hat es dann angefangen. Mit einem 1er Blazer habe ich dieses Bild gemacht. Ich habe manches Mal echt gedacht, so vor allem, da ich auch keinen Arbeitsplatz hier hatte. Ich habe ja einen Campingtisch hatte ich aufgebaut und einen Klappstuhl. Habe mich dann in die kalte Küche gesetzt, weil Heizung war ja auch noch nicht an. Wir durften ja noch nicht wirklich heizen. Ja. Und habe dann mich da dick eingemummelt, an den Tisch gesetzt und gepaintet, wenn ich dann mal alleine zu Hause war und Ruhe hatte. Weil alleine habe ich hier nichts gemacht. Und auf jeden Fall. Auch mit einem 1er Placer war das so faszinierend, wie man sieht, wie das wächst. Ich glaube, ich hatte damals in der oberen Ecke hier angefangen, mit dem Mond, mit der Mondseite. Und ja, dann habe ich das halt fertig gemacht und seitdem bin ich süchtig nach Diamond Painting. Also ich kann es nicht anders sagen. Ich meine, ich hatte teilweise 35 Stück hier zu Hause liegen. Musste mir sogar selber als Verbot auflegen, irgendwelche neuen Bilder zu kaufen, solange ich nicht ein bisschen was weggearbeitet hätte. Und ja, dann bin ich, wann war denn das? Anfang letztes Jahres, Mitte letztes Jahres über die YouTuberin gestolpert, die mit den verglichenen Größen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da gelandet bin. Ich glaube, ich hatte ein Bild gesucht, ob das jemand schon gemacht hat.
und ob das wirklich so toll aussieht. Das ist dieses mit diesen mit diesen kleinen Drachen, die im Zug fahren oder sonst was. Keine Ahnung, die gibt es wohl auch mit AB-Steinen und ohne AB-Steine. Und da ich zu dem Zeitpunkt noch nichts mit AB-Steinen zu tun hatte, war ich da ein wenig vorsichtig und wollte mal gucken, ob das irgendjemand schon mal gefilmt hat, dass man das mal sehen könnte. Auf jeden Fall hatte sie auch so einen Drachen gemacht, aber ich konnte leider nicht sehen, wie. Und dann wird einem ja irgendwann durch diesen YouTube-Algorithmus auch noch ähnliche Videos angezeigt oder vom selben YouTuber. Und da habe ich dann gesehen, dass er halt die von Alice im Wunderland, ich glaube so 10x10 oder 15x10, 40x30 oder so, und dann halt immer größer bis, glaube ich, 1,20x1 Meter oder sowas, also sehr groß. Die hat sie dann gemacht, wirklich, also Hut ab, das ist eine Leistung. Also ich glaube nicht, dass ich das so machen würde. Und ja, und dann habe ich mir, ich weiß es nicht, ich bin ja am Sticken, auch sehr gerne. Und dann hatte ich ein Stickprojekt gerade fertig gemacht. Und irgendjemand hatte mich gefragt, wie das mit dem Diamond Painting so ist. Und da habe ich gesagt, du kannst es dir vorstellen, wie ein Mal nach Zahlen, bloß mit klebender Fläche und Steinen. Ich da so, oder ein bisschen auch wie Sticken. Du hast deine Vorgabe, wo kommt was hin? Und das machst du dann einfach. Und statt Faden nimmst du Steinchen. Also im Prinzip, ne, ist ja nichts anderes. Oh, die Sonne kommt raus. Wie schön. Klärchen. Ja. Und wie gesagt, ich werde das ja vergleichen, wenn ich alles drei fertig habe. Mal was anderes ist mir jetzt nicht eingefallen, was ich vielleicht zum Vergleich mit zuholen könnte, was man auch fertig machen könnte. Aber auf jeden Fall habe ich hier meinen Kreuzstich. Achso, und was ich versucht habe, alle in derselben Größe, war leider nicht möglich, weil dieses Mal nach Zahlen gab es nur in einer Größe. Also das konnte ich nicht irgendwie variieren. Und auch dieses Kreuzstich. Es gab es nochmal größer, aber leider nicht kleiner. Also ich bin der Meinung, das ist ja, 40 mal 50. Ja, also definitiv größer. Also ich weiß nicht, ob die gesamte Fläche 40 mal 50 ist, aber es ist definitiv größer. Ja, aber auf jeden Fall habe ich mir vorgenommen, wie gesagt, dieses Paket jetzt in diesem Video fertig zu painten. Bin schon sehr gespannt. Also, habe ich natürlich schon mal ausgepackt gehabt. Ist eine Leinwand. Moment, ich packe den Rest mal an die Seite. Nochmal verschweißte Farben. Lauter Pinsel in verschiedenen Stärken. Das ist mein Pinsel. Damit habe ich mal Kleber verstrichen und jetzt ist der richtig knackehart. Das heißt, mit dem kann man richtig schön, richtig feine Stellen machen. Habe ich schon öfters gemacht, funktioniert sehr gut. Und ja, dann haben wir hier zweimal, glaube ich, denselben Pinsel. Nummern stehen jetzt nicht drauf. Ganz dasselbe ist es nicht. Der eine ist ein bisschen kürzer und ein bisschen feiner als der. Also der ist ein bisschen kürzer und feiner als der. Und dann hat man halt einen breiten für die großen Flächen. Aber oh, das blendet. Klärchen, lass das. Ja, Farben haben wir 24. Ja, das Bild liegt jetzt auch schon eine Weile unter meinem Bett. Aber ich hoffe, es ist alles okay. Aber eigentlich hatte ich das schon mal und da waren die Farben auch noch total klasse. So, dann haben wir hier einmal auch wieder sehr viel größer. Also es geht mir jetzt auch, ups, das sei. Oh, guck mal, eine Mini-Schaumstoffrolle. Das ist ja cool. Das ist ja nett. Dann haben wir hier nochmal eine Hilfe. Eine Hilfe mit den, falls man doch mal eine Zahl aus Versehen übermalt oder man es nicht richtig erkennt. Ja, immer um das. Umgedreht das. Die Canvas selber fühlt sich auch. Hier vorne ist sie weich und glatt. Und hier hinten ist es so rau und ja, rillig, sage ich jetzt mal. Ja. Oh,
Ich sehe schon, warte mal, sieht man jetzt vielleicht nicht so, so. Also, das hier ist 22. Also wirklich viel, viel schwarz. Vermute ich jetzt mal, oder Anthrazit oder was auch immer das sein wird. Und irgendwie ist das auch nicht komplett drauf. Das ist ja Betrug. Ja, das ist die Sonne. Und hier ist die Sonne ganz drauf. Und der Mond. Durch die Sonne. So. Der Mond ist auch ein bisschen abgehackt. Das ist ja doof. Ich meine, malen werde ich so oder so. Ich meine, ich habe es gekauft, ich habe es liegen. Ich freue mich schon lange auf dieses Video. Sozusagen so ein bisschen die Geschichte dahinter, wie ich zu diesem Hobby gekommen bin. Und wenn ich mir die Seiten so angucke, also dieses Abteil wird nicht so kompliziert. Aber hier, achso, sieht man nicht. Moment, so, hier. Alles voller Konfetti. Viele kleine Felder. Und auf der Seite ist sogar noch schlimmer. Oh Mann! Mal gucken, wie ich daran arbeiten werde. Es wird noch ein bisschen dauern. Ich meine, ich habe ja jetzt mein Prinzessinnen-Ensemble-Bild, also dieses Prinzessin in Glas, was ich ja jetzt erst angefangen habe, womit ich ja jetzt gerade eben, ich bin im Februar, vermute, dass ich bis zu Ostern brauche, bis das fertig ist. Aber wissen wir es halt nicht. Aber ich meine, ich will mich ja nicht hetzen oder so. Ich möchte ja Spaß dran haben und meine Videos werde ich trotzdem schaffen. Wenn, dann habe ich mal halt eine Prinzessin dabei gehabt oder statt zwei. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das mit dem Aufrollen nicht. Moment. Auf jeden Fall werde ich mir da dieses Bild vornehmen und fertig machen. Entschuldigt das Knistern. Ich könnte das ja auch später machen, aber ich möchte das jetzt machen. Ja, also denke ich mal, zu Ostern oder die Woche nach Ostern ist jetzt dieses Video. Werden wir mal schauen. Und erst wenn ich es wirklich fertig gepaintet habe, werde ich die drei wirklich nebeneinander legen und miteinander vergleichen. Also von wegen, was sieht schöner aus? Gemalt, gestickt oder gepaintet? Ich meine, es wird bestimmt jedes so seine Vorteile haben, aber wahrscheinlich vielleicht auch Nachteile. Zum Beispiel bei dem gestickten, dass da vielleicht Fädenlose sind oder ich habe doch keine Ahnung, irgendwas, was einen stören könnte. Ne? Aber das werden wir sehen, sobald ich dieses Bild hier fertig habe. Ja. Wenn da noch irgendwelche Fragen sein sollten oder noch irgendeine Idee, was für eine Art ich noch dazu nehmen könnte, würde ich machen. Dann könnte der das ja vielleicht in die Kommentare schreiben, weil was anderes ist mir wirklich nicht eingefallen. Mal nach Zahlen, Diamond Painten und also Diamond Painting in runde Steine, eckige Steine und Steken. Ansonsten wüsste ich nicht, was man da noch mit reinnehmen könnte. Weil im Nähen, also dieses Motiv Nähen, nee, danke. Ja, oder Patchworken oder sowas in der Art. Könnte ich mir auch schwer vorstellen, das zu machen. Also ich glaube, da würde ich wahnsinnig werden. Ja, häkeln oder stricken. Ich meine, stricken, da müsste ich ja nur die... Ich habe ja noch die Vorlage von dem Stickbild. Ups, das ist... Theoretisch könnte ich danach ja auch häkeln. Dann ist jede Kasten eine Masche. Aber ich sage theoretisch, weil ich das garantiert nicht machen werde. Weil das wären 130 Reihen mal 170 Maschen. Das wird eine Decke. Was soll ich damit, wenn es fertig ist? Ja, außerdem es wäre riesig. So meine ich das. Das wäre das Problem. Ich könnte damit nichts anfangen.
Also vor allem der Vergleich wäre hinfällig, weil ich meine, das ist das Größte jetzt von den drei Sachen. Und ja, es ist, glaube ich, nicht so toll. Ja, also das wäre jetzt das Einzige, was mir noch einfällt, wo man sagt, okay, ich habe jetzt eine Vorlage, sage ich jetzt mal, für einen Winnie-Pooh. Und den könnte ich stricken, den könnte ich häkeln, den könnte ich sticken und mit Diamond Painting machen. Sowohl runde als auch eckige Steine, wenn man die richtige Klebefolie hat. Ja. Ja, und natürlich malen nach Zahlen könnte man den bestimmt auch. Aber ansonsten wüsste ich nicht, was man noch machen könnte. Wie gesagt, wenn ihr das Video seht und euch vielleicht spontan irgendwas einfällt, ruhig einen Kommentar da lassen. Ich bin gerne bereit, das noch auszuweiten oder auch mit einem anderen Motiv. Ganz ehrlich gesagt habe ich das sogar schon eins liegen als Stickbild. Aber ich habe es jetzt als Malen nach Zahlen noch nicht gefunden. Aber schon als Diamond Painting im Einkaufskorb. Also sowohl runde als auch eckige. Und zumindest die Diamond Painting und das Stickbild haben dieselbe Größe. Ja, und wie gesagt, Malen nach Zahlen habe ich noch nicht gefunden. Ist auch manchmal gar nicht so einfach, weil man sucht dann in der Suchmaschine und der versteht sonst was. Und dann kriegt man etwas, das man eigentlich gar nicht haben will und denkt sich so, wie kommst du jetzt darauf, mir das zu zeigen? Also es handelt sich bei dem Motiv für das andere Video um einen Stitch von Lilo und Stitch. Und ich fand das so niedlich und dachte mir, ja, das wäre auch ein schönes Motiv dafür. Und ja, irgendwie finde ich es wirklich nur, nee, also nicht als Mal nach Zahlen. Ich meine, gut, man könnte es natürlich einschicken. Das machen die heutzutage auch schon, dass man ein Bild einschickt und die schicken einen einmal nach Zahlen. Das wäre noch eine Möglichkeit. Also das müsste ich mir wirklich durch den Kopf gehen lassen. So, okay, gut. Das war jetzt erstmal das. Dann kommt jetzt gleich die Hyperlapse von dem Ausmalen des Mal nach Zahlens. Und dann hören wir uns danach gleich nochmal mit dem Fazit und dem direkten Vergleich der drei. Viel Spaß! Thank you.
So, nach nur 15 Stunden knapp, wird ein bisschen mehr sein, weil ich zwischendurch tatsächlich vergessen habe, die Uhr wieder zu starten, habe ich dieses Mal nach Zahlen fertig. Was auch sehr knapp wurde, was man jetzt leider nicht sieht, ist das Schwarz. Also ich sehe, dass man den Boden quasi sieht. Ja. Hab mir dann doch schon zum Ende hin ein bisschen Gedanken gemacht, aber es hat gereicht. Ich könnte theoretisch auch nochmal über die Stellen, die nicht so dunkel geworden sind, drüber pinseln. Aber ich dachte mir, ist okay so. Ja, also vom Vergleich her. Jetzt zumindest durch die Kamera oder halt, wenn man weiter weg ist, sieht dieses Mal nach Zahlen wirklich sehr detailliert aus. Man sieht dann, dass die hier einen Pferdeschwanz hat und dass hier die Beine angewinkelt sind. Er hat die Arme auf den Knien. Sieht man sehr gut, finde ich. Was jetzt nicht so gut rüberkommt, finde ich, dieser Übergang. Weil hier haben wir ja schwarz, dann ist hier lila. Das fällt nicht ganz so doll auf, finde ich, der Unterschied. Dann haben wir hier dieses Rot, und also dieses dunkle Rot und dann dieses hellere Rot. Weiß ich nicht, der Übergang ist ein bisschen zu krass, hätte ich fast gesagt. Wenn man das jetzt so sieht aus dem Nahen, dann sehe ich ja, dass das lila ist und das Rot. Aber so auf Kamera fällt mir das kaum auf. So, dann haben wir hier mein Mal nach Zahlen. Das hatte ich ja vorhin schon gezeigt. Natürlich, wie man sieht, ist das bedeutend kleiner. Aber auch hier, also hier finde ich den Übergang besser. Weil hier hat man ein bisschen Rot zwischen dem Lila und so weiter. Sofort mal davon ab, dass man hier das ganze Bild hat und nicht so ein abgeschnittenes. Die Gräser, ja gut, kann man erkennen, aber jetzt zum Beispiel, dass das hier das Mädel ist mit dem Pferdeschwanz, sieht man gar nicht. Das ist schwer zu erkennen, dass da überhaupt einer sitzt. Da sieht man es schon eher, aber auch nur, weil die Gestalt etwas größer ist. Ich meine, klar, vom Mal nach Zahlen her, so diese kleinen hellen Flecken. Ich weiß nicht genau, ob das Sterne darstellen sollen oder fliegende Blätter oder irgendwas anderes. Aber im Prinzip muss ich sagen, bis jetzt, wenn das hier jetzt größer wäre, würde ich das Diamond Painting definitiv sagen, ist besser als das Malen nach Zahlen. Aber jetzt in der Größe muss ich sagen, ja, ist natürlich von den Details her das besser. Von der Zeit her, natürlich, Malen nach Zahlen geht schneller als... Diamond Painting geht schneller als Malen nach Zahlen, weil die Farben müssen zwischendurch trocknen. Wofür ich jetzt aber keine Zeit gestoppt habe, ist halt das Stickbild. Das ist nochmal ein ganz kleines Stück größer als... Ne? Quasi so groß wie dieser Rahmen. Bei dem ist es so, das ist leider nicht ganz genau das gleiche Bild. Erstens mal, die Seite ist verkehrt, ne? Wie man sieht, sondern auf der Seite. Und hier haben wir keine Männchen sitzen. Egal ob Männlein oder Weiblein. Also hier muss ich sagen, finde ich, also die Seite, das sind wirklich nur drei Farben. Also der Himmel. Das sind zwei verschiedene Gelbtöne, ne? Wie man sieht, hier einmal das helle, das mittlere und dann halt noch ein Orangeton. Die Übergänge von den Bäumen finde ich genauso gut wie jetzt bei dem Diamond Painting. Hier hatte ich ein paar mehr Farben, ich weiß nicht mehr, wie viele das waren, es waren einige. Und ich finde, das kommt auch ziemlich gut rüber. Allerdings, wenn man sich das Bild hier anguckt, sieht das natürlich nicht exakt aus wie da. Das sieht ein bisschen mehr fleckig aus, finde ich. Also dieses Neblige, wie es sein soll, kommt nicht rüber, finde ich. Aber
Ja, von den Details her, ich finde, man kann die Äste ziemlich gut sehen, halt, dass da Sternchen sind. Der Mond kommt auch sehr gut rüber. Klar, die Sonne ist ein bisschen, finde ich jetzt mal, blass, weil hier fällt es richtig auf und hier fällt es richtig auf. Aber hier ist er halt, jetzt durch die Kamera sieht man es ein bisschen besser, aber der Unterschied zwischen diesen beiden Farben ist wirklich minimal. Ja. Also ich denke mal, wenn man das Diamond Painting in der Größe wie dieses Mal nach Zahlen hat, dann kommen die Details richtig gut raus. Es ist das Schnellste. Also wenn ich jetzt wirklich danach gehe, wie lange ich für was gebraucht habe, war das Diamond Painting das Kürzeste, das Malen nach Zahlen in der Mitte und dann halt das Sticken. Ich habe keine Ahnung, wie viele 100 Stunden ich dafür gebraucht habe, zumal ich es ja auch hin und wieder mal wieder weglege und was anderes tue. Weil Sticken ist ja für mich so ein Nebenbei-Hobby. Wenn man natürlich schnell Ergebnisse sehen will, ist das Malen nach Zahlen, Malen nach Zahlen, ist Diamond Painting wirklich das beste Hobby. Da ist jetzt aber auch wirklich, ne, völlig unterschiedliche Größen sind jeweils. Es ist natürlich kein hundertprozentiger Vergleich. Darum habe ich ja mir am Anfang des Videos erwähnt, noch einmal quasi dasselbe vor. Allerdings, dass alle Bilder in derselben Größe sind. Das Malen nach Zahlen für dieses Stitch-Bild habe ich mittlerweile auch. Ich bin der Meinung, es ist die richtige Größe, aber ich habe sie jetzt noch nicht miteinander verglichen. Das Stickbild dafür habe ich auch fertig. Ich bin jetzt dabei, so ganz nebenbei mal die Diamond Painting fertig zu machen. Und wenn ich das fertig habe, dann denke ich mal, mache ich das Malen nach Zahlen. Und wenn ich die dann alle durch habe, die Videos alle geschnitten habe, dann werde ich das mit in die Ziehung nehmen. Also ich denke mal, das Malen nach Zahlen würde ich noch in einer Woche schaffen. Aber ja, die Diamond Paintings natürlich auch. Das sind ja, ich habe mir dann ein relativ kleines Motiv ausgesucht. Also ich glaube, die Größe war es. Ist ja egal. Und ja. Ach so, was ich noch zeigen wollte bei dem Stickbild. Das hier ist quasi die Pappe dazu. Es sind ja 18 Farben. Auch da hatte ich zwischendurch dann doch mal die Befürchtung, dass mir der Faden nicht reicht. Bei der Nummer 11 zum Beispiel, der Nummer 13, der 15. Da hatte ich dann wirklich nur noch so ganz kleine Stücken. Und nachdem ich mich vergewissert hatte, dass ich das nicht noch weiter irgendwo brauche, habe ich die dann weggeschmissen, diese ganz kleinen Stücken. Das werde ich jetzt auch nicht weiter verwenden, weil theoretisch sind es DMC-Nummern. Die stehen ja hier auch an der Seite drauf. Aber dann müsste ich die Docken erst raussuchen oder ich müsste. Ich meine, klar, es gibt ja diese Dinger, wo man so aufspulen kann. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Diese Teile halt. Und dann müsste ich die da drauf, dann könnte ich die markieren, dann wüsste ich, welche Farbe das ist. Aber aktuell bin ich mit meinen Stickpackungen beschäftigt, beziehungsweise mit meinem Disney-Kreuzstich-Magazin. Und da ist alles dabei. Das heißt, ich brauche gerade keine Farben und ich habe so viele, weil ich so viel Kreuzstich schon gemacht habe. Da hatte ich ja gesagt, ne, theoretisch könnte man hieraus ja auch ein Häkelprojekt oder ein Strickprojekt machen. Dann ist mir noch eine Sache eingefallen. Theoretisch könnte man das auch als Puzzle bestellen und als Puzzle in der Größe nachmachen. Weil heutzutage ist es wirklich so, weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Aber wenn ihr irgendwie was bestellt, zumindest bei AliExpress, dann findet ihr das ganz vielen Variationen und meistens auch als Puzzle. Also die entsprechenden Bilder. Und leider jetzt das Bild, was ich jetzt noch in Arbeit habe, also dieses, was jetzt das Stickbild schon fertig ist, da habe ich das Puzzle für nicht gefunden. Also noch nicht mal größer oder kleiner oder was auch immer, sondern wirklich absolut kein Motiv davon. Ja, wie gesagt, das ist so das erste Vergleichsvideo, wo man ja eigentlich gar nicht wirklich vergleichen kann, außer halt, wie man findet, dass es rüberkommt.
Also ich persönlich muss sagen, ich könnte jetzt keinen Favorit nennen, weil alle drei Hobbys machen mir Spaß. Das ist eins, das kann ich unterwegs machen. Also wenn ich jetzt nicht Auto fahre oder sowas, jetzt beifahre, setze ich mich hin, sticke. Ich kann das zu Hause machen. Es ist universal, sag ich mal. Und das hier, da bräuchte man schon einen festen Standort, also zu Hause. Im Urlaub finde ich es ein bisschen doof. Nachher fällt die Farbe um und man saut da den Urlaubsort, was weiß ich, Hotel oder Ferienhaus oder was auch immer ein. Das hier ist schon ein bisschen besser zum Mitnehmen in den Urlaub. Aber gut, da ist dann bei mir immer so die Angst, wenn man jetzt da einen flauschigen Teppich hat und einem fällen die Steinchen mal runter. Die sind dann weg, sozusagen. Also, das wäre jetzt das Einzige, wo ich dann sage, jo, es ist jetzt doch nicht hundertprozentig für den Urlaub geeignet. Ja, wie gesagt, das ist so das Sticken Allrounder. Kann man zu Hause, kann man unterwegs, kann man im Garten, kann man überall. Und ja, wie gesagt, ich habe einmal ein Diamond Painting draußen gemacht. Kann man machen, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich noch Tütchen und die sind mir dann immer fast weggeflogen. Und dann habe ich auch gesagt, nee, also draußen erstmal nicht mehr. Ja, mal nach Zahlen hätte ich höchstens die Befürchtung, dass sich dann zwischendurch irgendwelche Käfer draufsetzen. Weiß man nicht. Muss ja nicht sein. Also, dass das passiert. Jo. Also mein Fazit, alle drei von diesen Hobbys machen Spaß, kosten Zeit, kosten Material. Vom Fühlen her finde ich natürlich das hier besser, ne? Das ist ein bisschen weich, stoffiger. Das könnte man sagen, macht man sich zum Kissenbezug oder sowas, wenn man das mag. Die anderen beiden könnte man, also den müsste man ja rahmen. Ich glaube, hinter Glas würde mir das nicht so gut gefallen. Und das könnte man natürlich auch aufhängen. Ja, aber das ist halt einfach nur nostalgisch. Das war das erste Bild, was ich je gemacht habe. Deswegen habe ich das noch von der Qualität her, von dem Ergebnis, ist jetzt natürlich nicht so prall. Außer halt, dass mir die Übergänge besser gefallen als bei diesem Bild. Die sind halt so zackig. Naja. Okay, das war jetzt erstmal dieser Vergleich. Dann haben wir hier unseren Spielplan und natürlich meine Karte. Da streichen wir mal das Tag und Nacht raus vom Mal-Nacht-Zahlen. Da es ja ein Tag- und Nachtbild war. Mal einen kleinen Pinsel an die Sonne und den Mond und mache da eine kleine Eins hin. Ich weiß nicht mehr, welche Farbe das war, also welche Zahl. Ich glaube, es war 18, aber sehr egal. Ich habe da jetzt eine kleine Eins reingemalt. So, dann haben wir hier natürlich unsere neuen Projekte. Ich glaube, es sind tatsächlich, also es ist, glaube ich, nur ein Modellbauprojekt drin. Ansonsten dürfte es nur Diamond Paintings und Puzzles sein. Aber sicher bin ich mir jetzt auch gerade nicht. Aber ich bin ziemlich sicher. Nicht hundertprozentig, aber ziemlich sicher. So. Ziemlich viel Rot. Na, dann haben wir hier unsere Würfels. Eine 7, eine 3 und eine 4. Also 14. Wir laufen in diese Richtung. Also, so. Lassen Sie das bitte los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14.
Wir hatten 14. Jo. Also das Plättchen mit dem Mal nach Zahlen habe ich jetzt mit Absicht noch nicht weggenommen, also weggradiert, weil ich habe ja noch Mal nach Zahlen Projekte. Aber die kommen jetzt so schnell noch nicht. Ach, seht ihr, da fällt mir ein. Ich hatte ja noch ein Mal nach Zahlen gekauft. Machen wir mal kurz an der Seite. Ich hatte nämlich noch ein Mario Mal nach Zahlen gekauft. Ja, das ist mir so eingefallen. So, unser nächstes Projekt ist ein Schmiley mit Brille. Oh, das Minion-Puzzle mit 500 Teilen. Okay, alles klar. Ein Video über mein Minion-Puzzle. Ja, mit dem, weil es ja nur 500 Teile sind, hatte ich mir was ausgedacht. Quasi so eine, also ich hätte jetzt fast Pick-up-Challenge gesagt, aber das ist eine andere Challenge. Ja, ihr werdet es im nächsten Video sehen. Also, nächstes, Moment. So, nächste Woche kommt dann ein Minion-Puzzle-Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendeinen Vergleich nochmal sehen wollt, einfach einen Kommentar da lassen. Und ich beantworte die Fragen bzw. zeige es nochmal. Theoretisch, wenn ihr möchtet, könnte ich euch auch das Stitch-Bild zeigen. Dass, falls irgendjemand das als Puzzle noch irgendwo gesehen hat, vielleicht Lust hätte, mir einen Link zu schicken, dass ich das dann als Puzzle noch besorge in der richtigen Größe. Aber eigentlich möchte ich schon gern, dass das noch Geheimnis bleibt, so wie die Bilder jetzt auch quasi bis zum Schluss ein Geheimnis geblieben sind. So, das war es jetzt wirklich mit diesem Video. Danke fürs Zuschauen, schön, dass ihr dabei wart und wir sehen uns dann nächste Woche mit einem Minion-Puzzle.